Nach dem zweiten Teilbewerb in der ersten Etappe der Teamtour, Steiermark Teamtour 2023, die Siegerin über 1,05 Meter, Anna Hochnecker vom Team Marktgemeinde Wies, dem titelverteidigenden Team. Wie war es für dich? Also es war wirklich eine super Runde, ich bin sehr zufrieden mit dem Ritt. Danke an meinen Trainer, den Christoph Kröll, dass er mir beim Abgehen vom Parcours schon so viele Tipps an die Hand gegeben hat und mir das genau erklärt hat. Ich habe es versucht, so gut es geht, umzusetzen und zum Glück ist es aufgegangen. Es waren ja irrsinnig viele fehlerfreie Ritte in dieser Springprüfung. Ja, stimmt. Woran ist gelegen? Ja, waren so gute Pferde, gute Reiter am Start oder haben alle etwas riskiert? Man musste sehr schnell reiten, um zu gewinnen. Ja, also es waren auf jeden Fall gute Pferde und gute Reiter am Start. Eine Wendung war dabei, da bin ich innen gegangen. Ich weiß nicht, ob das noch viele andere gemacht haben, aber ich glaube, das war ausschlaggebend. Und auch generell, dass man ein schönes Grundtempo hat. Es gibt ja heuer 4 Etappen inklusive Finale in Gniewing beim Reitclub Markus. Wirst du alle 4 Etappen am Start sein? Ja, also wenn es beim Pferd gut geht, der sich nicht verletzt, dann sind wir auf jeden Fall dabei. Das Team Marktgemeinde Wies führt ja mit einem mächtigen Vorsprung schon von 5 Punkten nach der ersten Etappe. Wie ist das Ziel für heuer? Ja, auf jeden Fall den Titel verteidigen. Das wäre natürlich das größte Ziel. Einfach gute Runden reiten und uns weiterbilden. Du hast deinen Beitrag dazu geleistet. Wir gratulieren nochmal herzlich und wünschen weiter viel Erfolg. Dankeschön. Danke.